Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns zwei. Heute gibt es mal wieder einen dummen Gedanken, wie jeder kennt, und zwar speziell auf die Weihnachtszeit bezogen. Vielleicht erkennt ihr euch ja wieder, und wenn ja, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Yes, viel Spaß! Dumme Gedanken in der Winterzeit. So, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. Ich werde jetzt fett. Oh ja, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Kann ich ja nichts für, dass es zu dieser Zeit immer besonders viel leckeres Essen gibt. Immer und überall. Außerdem ist es zur Weihnachtszeit bekanntlich auch ziemlich kalt. Was wiederum bedeutet, dass man ein extra Fettpolster benötigt. Sonst stirbt man nämlich. Genau. Ich weiß auch ganz genau, wen ich direkt deabonnieren werde. Nämlich diese ganzen Fitnessblogger. Jawoll. Die gehen mir zu dieser Zeit nämlich richtig auf den Sack. Oh Mann. Jetzt ist es schon wieder fast Weihnachten und ich habe noch keine einzige Schneeflocke gesehen. Als Kind lag doch viel mehr Schnee als jetzt. Oder täusche ich mich da? Nee, das liegt bestimmt am Klimawandel. Der ist ja voll im Gange. Was ist, wenn es nie wieder weiße Weihnachten gibt? Ich glaube, da muss ich auswandern. Naja, jetzt aber erstmal eine Runde nach draußen. Ich muss jetzt langsam echt mal Weihnachtsgeschenke besorgen. Naja, aber ich sollte schon darauf achten, dass es jetzt nicht komplett eskaliert. Sonst wird der Januar nämlich echt anstrengend mit dem ganzen Sport. Ja, Balance ist das Sprichwort. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh, sind das da etwa Lebkuchen und Spekulatius im Angebot? Oh, mein lieber Scholli, da muss ich auf jeden Fall eine Packung mitnehmen. Vielleicht sogar zwei, also auf Vorrat. Die sind nämlich immer so schnell ausverkauft. Ja, das sollte ich tun. Oh, eine Flasche Glühwein wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und auf den Weihnachtsmarkt muss ich auch dringend mal wieder. Da gibt's nämlich Schmalzgebäck und gebrannte Mandeln. Oh. Überall duftet es nach Mandarinen. Da bekomme ich ja direkt schon wieder Hunger. Was ziehe ich denn da an? Ist mein Pulli warm genug? Ach, ich ziehe lieber noch eine Thermounterwäsche an. Aber was ist, wenn mir die dann zu warm wird? Wie kriege ich die wieder aus und wo? Boah, in den Einkaufsläden shoppen gehen ist so ätzend. Draußen friere ich mir meinen Hintern ab und im Geschäft zerfließe ich dann. Das hält doch kein Mensch aus. Oh, ich komme wahrscheinlich mit der langen Unterhose nicht mal mehr in meine Jeans rein. Da hat man eh schon 2 Kilo mehr auf den Rippen, dank dem ganzen Süßkram. Und muss dann auch noch 10 Lagen anziehen, sodass man aussieht wie ein Sumo-Ringer. So, jetzt aber her mit euch, ihr Kuschelsäckchen. Oh Mann, das ist aber alles so ungesund. Da bekomme ich bestimmt wieder super viele Pickel und Blähungen. Üble Blähungen. Naja, aber dafür schmeckt es gut und macht glücklich. Da muss man jetzt abwägen. Gesund ernähren oder glücklich sein. Also, nach langer Überlegung fällt meine Wahl schweren Herzens auf glücklich sein. Denn wer glücklich ist, zieht das Glück auch an. Oder so. Oh, verdammt. Jetzt sitzen meine Schuhe aber ganz schön eng. Ach, egal. Hauptsache warme Füßchen. So, jetzt sehe ich zwar aus wie ein Michelin-Männchen, aber Hauptsache es hält warm. Oh, ah, oh. Mann, die Mütze kratzt ja jetzt schon auf dem Kopf. Gott, ist das unangenehm. Sei nicht so eine Pussy. Immerhin sieht die Mütze echt süß aus. Und wer schön sein will, muss leiden. Oh Gott, schmeckt das gut. Das ist ja pervers. Ein richtiger Geschmacksorgasmus. Da soll doch mal jemand sagen, Essen sei schlechter als Sex. Also auf gar keinen Fall. Hoffentlich verkohlt Papa die Weihnachtsente dieses Jahr nicht wieder so. Das wäre wirklich bitter. Da freue ich mich nämlich schon seit letztem Weihnachten drauf. Ich träume sogar davon. Und hoffentlich gibt es genügend Klößchen für alle. Letztes Jahr habe ich nur 3 abbekommen und das war wirklich zu wenig. Also ja, da sollte ich auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. Das mache ich am besten direkt jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Also, dass es so schlimm ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Meinte die App nicht 7 Grad? Also, das sind mindestens minus 17. Okay, los jetzt. Schneller Schritt, damit ich schnell wieder im Warmen bin. Puh. Ach nee, lieber doch nicht. Ist ja spiegelglatt. Dann also im Schneckentempo. Hilfe, ist das kalt. Oh, ich weiß nicht, wie ich atmen soll. Okay, ganz ruhig. Oh, verkrampf dich einfach nicht so. Dann ist dir auch nicht so kalt. Aber wie soll man sich bei dem Wetter bitte nicht verkrampfen? Mann, ist das traurig. Es ist nicht nur kalt, sondern auch noch grau. Das bringt echt keinen Spaß. Kein Wunder, dass im Winter alle Depressionen bekommen. Oh Gott,
Bildet sich da ein Eiszapfen an meiner Nase? Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Meine Lippen sind auf jeden Fall schon blau. Das spüre ich. Das finde ich nicht gut. Okay, schön in Bewegung bleiben. Die Arme dynamisch mitnehmen. Dann ist es gleich viel besser, habe ich gehört. Okay, das hilft alles nichts. Ich mache mir jetzt einfach warme Gedanken. Ich stelle mir einfach vor, wie Ryan Gosling sich von mir auszieht. Ja, das hilft. Was ich wohl dieses Jahr so geschenkt bekomme? Oh, hoffentlich ganz viel coolen Scheiß. Vielleicht ein Skateboard oder ein Pferd oder ein Auto. Oh, okay, bleib auf dem Boden, ganz sutsche. Es ist nur Weihnachten. Oh Mann, aber hoffentlich bekomme ich nicht wieder so viel unnötigen Nippes, den ich gar nicht brauche. Socken, Unterhosen oder Topfuntersetzer oder sowas. Viel wichtiger ist aber die Frage, was schenke ich den anderen? Oh Gott, jedes Jahr dasselbe. Das ist einfach purer Stress. Ja, jetzt stehe ich vor einem Problem. Ach Mensch. Wieder arschkalt. Was soll man da denn nur unternehmen? Richtig, gar nichts. Absolut gar nichts. Rausgehen ist nämlich lebensgefährlich. Minus 3 Grad. Ah! Also wer da für die Tür geht, hat wirklich den Schuss nicht mehr gehört. So läuft das nun mal im Winter. Man besorgt genügend Nahrung und verschanzt sich. Man sollte nur in absoluten Notsituationen vor die Tür gehen. Zum Beispiel, wenn man zur Arbeit muss. Ich war ja auch im Sommer genug draußen. Also kann ich das jetzt ruhigen Gewissens machen. Es soll ja Leute geben, die freiwillig rausgehen. Bei diesen Temperaturen. Also da kann ich nur klar sagen, nicht mit mir. Mein zartes Pupillchen bleibt schön hier unter der warmen Decke. Ach, es gibt nichts Besseres. Außerdem gibt es ja auch hier drin genug Dinge, die man machen kann. Oh ja, eine ganze Fülle an Dingen gibt es. Zum Beispiel Filme schauen. Am besten den ganzen Tag lang. Oder Weihnachtslieder hören. So lange, bis sie mir zu den Ohren raushängen. Also irgendwie ist das jetzt doch ziemlich eintönig. Alle erwarten bestimmt irgendwas Kreatives von mir, aber das wird nicht passieren. Quadratisch, praktisch, gut ist mein Motto. Mal überlegen. Mama meinte neulich doch, sie braucht einen neuen Föhn. Puh, da muss ich sowieso erstmal schauen, was mein Bankkonto noch hergibt. Was? Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. Wie soll ich denn damit bitte den Monat überleben, geschweige denn Geschenke kaufen? Na super, ich hätte ruhig mal was zur Seite legen können. Ach ja klar, ich habe mein Leben einfach nicht unter Kontrolle. Puh, ich sehe echt übel aus. Ich bin auch schon ganz grau, weil ich kein Tageslicht mehr abbekomme. Eventuell, nur ganz eventuell, sollte ich doch mal meinen Hintern rausbewegen. Auch wenn ich eventuell erfrieren könnte. Ich könnte auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das ist ja eigentlich schon Pflichtprogramm in der Weihnachtszeit. Schön mit einem Glühwein sich warm trinken. Vom ganzen Essen will ich gar nicht anfangen. Oh, und Schlittschuhlaufen muss ich auch unbedingt. Auch wenn ich auf dem Eis aussehe wie der letzte Vollpfosten. Verstehe einfach nicht, wie das Rückwärtsfahren geht. Naja, okay. Vielleicht sollte ich erst mal mit dem Vorwärtsfahren anfangen. Ich würde mir schon gerne einen Pinguin schnappen und mit dem über die Bahn cruisen. Verstehe nicht, warum der nur für Kinder ist. Als ob die Erwachsene besser fahren. Na gut, dann muss ich wohl doch was basteln. Ein Föhn ist auf jeden Fall nicht drin. Also, ich habe ja auch lange keine Gutscheine mehr verschenkt. Oh, ja, das ist eine super Idee. Mama bekommt einen für Staubsaugen, Papa fürs Badputzen und mein Bruder. Ach, der kriegt einfach eine dicke Umarmung. Dieser ganze Konsum ist doch sowieso total überflüssig. Ein Föhn. Wer braucht schon einen Föhn? Also, dieser ganze Firlefanz, also wirklich, also an der Luft trocknen die Haare eh am besten. Okay, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir bin, also wirklich so richtig ehrlich, löse ich die Gutscheine eh nicht ein. Das ist jetzt wirklich eine Zwickmühle. Eine ganz, ganz üble Zwickmühle. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich habe an Weihnachten keine Zeit oder ich beschaffe mir irgendwie noch Geld. Oh Mist, das bedeutet ja, dass ich dann noch arbeiten gehen muss. Puh, na gut, okay. Was muss das? Das muss. Die Weihnachtszeit ist wirklich hart. So
ihr kleine Racker, das war's wieder mit dem Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen, so wie wir Spaß beim Drehen hatten, meine lieben Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Format mögt, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben, dann können wir das immer besser einschätzen. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram und auf TikTok. Oh ja. Und auf diesem Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Da ist auch kein Haken irgendwo an der Sache, sondern ihr unterstützt uns damit einfach. Und zwei kleinen süßen Miezekatzen. Und jetzt kommen wir zur Kontaktaufnahme. Die erste Person, die wir grüßen, ist Agustina Blutberg. Ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße an dich. Die nächste Kandidatin ist Jasmin Braun. Ganz liebe Grüße. Auch an dich. Und als letztes grüßen wir noch die Maya Menke. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, beziehungsweise mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag Team Leo und Steph alles zusammen in einem Wort. Und jetzt, meine lieben Freunde, habt noch einen wunderschönen zweiten Advent. Erzählt mal, ob ihr einen Adventskranz habt. Wir haben dieses Jahr keinen, obwohl wir die letzten Jahre einen hatten. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Es ist einfach in Vergessenheit geraten. Das macht mich total traurig. Na gut. Naja, also bounce euch richtig schön rein in die Weihnachtsstimmung. Wir sind schon mittendrin und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye. Bye bye. Bye. Bye.